Diversifikation ist für Idioten. Das sagte US-Multimilliardär Mark Cuban. Diversifikation ist verrückt. Das sagte der verstorbene Charlie Munger. Ist eine breite Diversifikation vielleicht doch falsch? Und solltest du nicht doch vielleicht besser dein Portfolio auf wenige Titel konzentrieren, um eine möglichst hohe Renditechance zu haben? Über genau dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema der Diversifikation versus der Konzentration. Diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren. Das ist ja ein Mantra in der Finanzwelt. Und auch jetzt mit Geldbildung, mit dem Podcast, da habe ich in den letzten 10 Jahren immer wieder propagiert, dass es extrem wichtig ist als Privatanleger, dass man breit gestreut investiert, dass man nicht alle Eier in einen Korb legen sollte, dass wenn eben mal etwas wegbricht, dass man immer noch gut dastehen kann. Das Thema Diversifikation, das ist auch etwas, was an allen Universitäten oder Business Schools im Finanzbereich als Königsweg gelehrt wird. Auch die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, die verfolgt den Ansatz, dass ein optimales Portfolio, dass es nur durch eine breite Streuung erreicht werden kann. Jetzt gibt es auf der anderen Seite zahlreiche berühmte Investoren, die sich sehr kritisch zu diesem Thema geäußert haben. Es sind Investoren, die teilweise über sehr lange Zeiträume sehr hohe Renditen verdient haben und damit ein Milliardenvermögen aufgebaut haben. Wir reden hier teilweise von Renditen von 20%, 30% und mehr pro Jahr und das Ganze über Jahrzehnte. Darunter beispielsweise der verstorbene US-Investor und Rechtsanwalt Charlie Munger, der Diversifikation für verrückt hielt. Teilweise hielt Munger mit seiner eigenen Investmentpartnerschaft, das war noch vor seiner Zeit mit Berkshire Hathaway, über 40% des Portfolios in einer einzelnen Aktie. Und was er darüber geschrieben hat, was er darüber gesagt hat, da hat er sich in keiner Weise unwohl gefühlt. Also er hat in keiner Weise das Gefühl gehabt, dass er jetzt ein großes Risiko eingeht, weil er zum Beispiel 50% von seinem Geld in eine Aktie hält. Das war für ihn kein großes Risiko. Und warum das der Fall war, darüber werden wir dann noch später sprechen, weil wir uns die Argumente anschauen, die dahinter stehen bei denjenigen Investoren, die eben ein konzentriertes Portfolio propagieren. Der US-Milliardär Mark Cuban, der spricht sogar davon, dass Diversifikation nur etwas für Idioten ist. Der US-Investor Stanley Druckenmiller, der hat einmal Folgendes gesagt, als er gefragt wurde in einem Interview, wie er so hohe Renditen erzielen konnte. Man muss wissen, dass er über Jahrzehnte 30% pro Jahr verdient hat und nach dem Grund, wie er das machen konnte, da hat er Folgendes gesagt, Zitat Anfang. My idea of risk control is a little non-conventional. I like putting all my eggs into one basket and then watching the basket very carefully. Zitat Ende. Wir haben hier also zwei Ansätze. Auf der einen Seite einen konventionellen Ansatz. Das, was ich auch mit Geldbildung in der Regel über den Podcast propagiert habe, das Thema Diversifikation, breit streuen, das, was man auch eben an Universitäten eben vermittelt bekommt, das, was generell auch die ganze Finanzwissenschaft eben vermittelt, das ist das Thema, das man breit streuen sollte. Auf der anderen Seite, da gibt es jetzt auch unkonventionelle Investoren, die eben sagen, das ist eigentlich kompletter Unsinn, das ist Blödsinn, man sollte eigentlich konzentriert investieren aus bestimmten Gründen. Und diese Gründe, die werden wir uns jetzt anschauen, weil dann können wir auch überlegen, ob das jetzt sinnvoll für dich sein kann, dass du eben konzentriert dann am Ende investierst. Was sind jetzt die Gründe von diesen Investoren, dass die sagen, man sollte eben nicht diversifizieren, man sollte eher konzentriert investieren? Ein Grund, was du immer wieder finden wirst, das ist das folgende. Und zwar, dass gesagt wird, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt, dass es dann nur sehr wenige erstklassige Investments gibt. Also es gibt nicht 50, 100, 300 erstklassige Investments, sondern es gibt vielleicht zwei, drei erstklassige Investments oder fünf erstklassige Investments. Oder es gibt auch mal Marktphasen, wo es gar nichts gibt, wo man gar nichts kaufen kann, weil nichts so interessant ist. Vor allem eben mit folgenden Berücksichtigungen. Und zwar, dass es der jeweilige Investor mit seinen Kompetenzen verstehen muss und dass er das auch bewerten können muss und dass es eben auch zu einem attraktiven Preis im Verhältnis zur Bewertung gekauft werden kann. Und wenn man das berücksichtigt, dann gibt es eben nur ganz, ganz wenige Investments, die überhaupt in Frage kommen. Und es macht jetzt nur Sinn, in diese Investments zu investieren und nicht irgendwie zwanghaft noch weitere Sachen zu suchen, obwohl die eigentlich gar nicht lukrativ sind. Der zweite Punkt ist das folgende. Und zwar, dass wenn man jetzt zwei, drei sehr gute Ideen hat, wo man eine extrem hohe Überzeugung hat, dass eben das Investment attraktiv ist von der Bewertung, vom Geschäftsmodell, vom Management, dass man eben sagen kann, da ist auch das Risiko gar nicht so groß und man würde, wenn man es könnte,
auch die gesamte Firma eigentlich kaufen, weil man es so gut findet, das ganze Investment, dann ist es so, dass man jetzt da zwei, drei gute Ideen hat, beispielsweise vielleicht sogar noch in einer Krisensituation, wie während der Finanzkrise oder wie während dem Platzen der Dotcom-Blase, wo man vielleicht auch einen Wissensvorsprung hat, dann wäre es doch fatal, wenn man jetzt das Geld noch in andere Ideen streut. Wenn man jetzt sagt, ja, weil man diversifizieren soll, da brauche ich jetzt noch 20 andere Sachen. Wenn ich doch eigentlich zwei, drei Sachen habe, wo ich sage, das sind riesige Chancen jetzt, da sollte ich reingehen. Warum sollte man dann auf Zwang noch weitere Sachen kaufen? Warum sollte man noch eine viertbeste Idee umsetzen, eine fünftbeste Idee, wenn man doch zwei, drei extrem gute Ideen hat? Also auf diese Ideen sollte man sich doch dann konzentrieren. Das ist noch so ein zweites Argument, was du dort immer wieder finden wirst. Und dann ein drittes Argument, und zwar, dass diese Investoren eben auch vortragen, dass man im Leben nur sehr, sehr wenige Home Runs braucht. Also man braucht jetzt nicht irgendwie, wenn man jetzt sagt, man investiert 60 Jahre am Kapitalmarkt beispielsweise, man startet mit 20 und man wird 80 Jahre alt oder 85 Jahre alt. Man braucht jetzt da in dieser Zeitspanne, da braucht man jetzt nicht irgendwie tausende Investments, die gut sind, sondern ganz, ganz wenige Investments werden dich zum Erfolg tragen. Da hatte ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht über Berkshire Hathaway, dass die auch ganz wenige Investments haben, die am Ende eben entscheidend sind für die Gesamtrendite. Also ganz wenige wirtschaftliche Entscheidungen reichen aus, um eben unter Umständen Millionen dann damit zu verdienen oder in manchen Fällen eben bei sehr großen Investoren dann sogar Milliarden. Also das ist auch so ein weiterer Faktor, dass man nur wenige Sachen braucht. Dann ein weiterer Punkt, das ist das Thema der Rendite. Wenn man jetzt sehr, sehr breit streut, dann hat man automatisch eine durchschnittliche Rendite. Der Markt, der hat in der Vergangenheit auf 100 Jahre, der globale Aktienmarkt, der hat ca. 8% pro Jahr nominal generiert im Durchschnitt. Und wer jetzt breit streut, der kann nicht mehr verdienen. Du kannst jetzt nicht irgendwie damit 20%, 25%, 30% verdienen, wenn du ganz breit streust. Weil du hast natürlich Sachen, die werden sehr, sehr schlecht performen. Dann hast du Sachen, die sehr, sehr gut performen. Und dann hast du halt die Marktrendite. Aber du wirst nicht eben eine deutlich höhere Rendite haben. Und wer jetzt zum Beispiel 20%, 30% oder mehr pro Jahr verdienen will, der muss eben sehr konzentriert investieren. So wie es jetzt auch ja Stanley Druckenmiller in dem Zitat gesagt hat, dass das eigentlich sein Erfolgsgeheimnis war, von diesen 30% oder was, was der hatte über Jahrzehnte, dass er eben sehr, sehr konzentriert investiert hat. Und der Unterschied, der ist eben gewaltig. Wenn du zum Beispiel mit 50.000 Euro startest und du für 20 Jahre das Kapital investieren kannst und du compoundest das Ganze mit 8% pro Jahr, dann landest du, wenn wir mal Steuern und alles außen vor lassen, dann landest du bei ungefähr 230.000 Euro. Und wenn du jetzt mit 30% compounden kannst, dann bist du nach 20 Jahren mit 50.000 Euro, dann bist du bei 9,5 Millionen Euro. Also du hast ungefähr 9,3 Millionen Euro mehr, weil du diese Renditedifferenz hast. Und wenn die Summen jetzt noch größer sind, die Startsummen, dann reden wir halt über extrem große Summen, was da der Unterschied ist. Und das ist natürlich auch der Faktor, wie Leute zum Multimilliardär werden, wenn die eben mit diesen ganz hohen Renditen compounden. Sei es jetzt eben als Unternehmer im Prinzip, weil die Umsätze so stark wachsen, weil die Gewinne so stark wachsen, oder eben auch als Investor, wie zum Beispiel eben Charlie Munger oder auch Warren Buffett, der war ja auch kein Fan oder ist kein Fan von Diversifikation. Das ist, oder natürlich auch Stanley Druckenmiller, wobei teilweise die dann halt als Hedgefonds auch über die Gebühren dann natürlich reich werden. Aber er hat auch diese große Rendite erzielt, also hat er natürlich auch die Investoren dann reich gemacht über den Zeitraum. Also das sind so die zentralen Gründe, die eigentlich immer dahinter stehen, warum eben vorgetragen wird, dass man konzentriert investieren sollte. Wie sind jetzt die Aussagen und die Gründe zu beurteilen? Lohnt es sich jetzt für dich, konzentriert zu investieren? Abseits der Börse, da ist eine wirtschaftliche Konzentration eigentlich sehr üblich. Beispielsweise der Kauf einer Zahnarztpraxis, die Gründung von einem Kosmetiksalon, das sind ebenfalls in aller Regel extrem konzentrierte wirtschaftliche Entscheidungen. Niemand sagt hier, dass er eine Zahnarztpraxis in Frankfurt gründet und gleichzeitig noch diversifiziert und noch ein Café in Zürich, um sich beruflich und geografisch dann breiter aufzustellen. Das wird niemand gleichzeitig sagen, sondern man macht die eine Sache, das eine Unternehmen, eine Apotheke, mit der startet man. Und da investiert man in der Regel fast alles, was man hat, in das erste Projekt, in die erste Firma. Und am Ende ist dann beispielsweise eine Zahnarztpraxis, das ist ebenfalls wie eine Aktie zu sehen, nur ohne Börsennotierung. Und wenn jetzt dein gesamtes Geld, wenn das jetzt in der Zahnarztpraxis steckt oder in dem Ingenieurbüro oder was auch immer, dann hast du eine Aktie, dann bist du extrem konzentriert investiert.
Und das ist ja nicht ungewöhnlich. Das ist eigentlich der Normalfall, wenn jemand irgendwie unternehmerisch etwas startet. Also fast jeder mittelständische Unternehmer, der ist sehr lange, sehr konzentriert investiert in seine eigenen Firma und der hat damit im Prinzip nur eine Aktie, weil oft ist das das relevante Vermögen. Natürlich teilweise wird auch privat noch investiert, aber sehr oft ist es nicht relevant im Vergleich zum Firmenvermögen. Was die Firma wert ist, das ist oft das zentrale Asset und irgendwann wird dann vielleicht mal noch breiter gestreut, weil man eben mehr Geld aus der Firma rausnehmen kann oder natürlich auch, wenn die Firma verkauft wird. Aber grundsätzlich das Thema der sehr konzentrierten Investition, das ist also in der privaten Wirtschaft eigentlich komplett üblich und es ist eigentlich auch wie eine Aktie zu sehen. Sehr große Vermögen, die entstehen fast immer durch Konzentration, weil das, was man hat, zum Beispiel eben die eigene Firma, mit einer sehr, sehr hohen jährlichen Rate compounden muss. Also wenn du zum Beispiel sagst, du startest mit wenig Geld und irgendwann ist jemand extrem reich, dann hat es immer damit zu tun, dass er eben mit einer sehr, sehr hohen Rate compounded hat. Beispielsweise, dass das Unternehmen sehr stark gewachsen ist, dass die Umsätze sehr stark gewachsen sind, dass die Gewinne stark gewachsen sind und damit der Firmenwert eben sehr, sehr stark gewachsen ist und damit irgendwann die Person dann reich geworden ist im Prinzip über den Wert der Firma. Aber du hast immer das Thema, dass du eben mit einer hohen Rate compounden musst und nicht mit 8%, sondern da musst du mit 20, 30, 50% und teilweise mit mehr noch compounden, um eben dann extrem große Vermögen im Prinzip dann aufzubauen. Und es geht halt mit einer Sache. Also es ist nicht, dass dann jemand mit 10 Sachen gleichzeitig startet. Das ist eher die absolute Ausnahme, sondern eben mit der einen Sache. Konzentrierte Investitionen klingen also unkonventionell, weil eben überall Diversifikation gepredigt wird. Es ist aber im Prinzip eben in der privaten Wirtschaft normal. Die Börse hat aber den Unterschied zu einer eigenen Firma, dass man eben an der Börse in der Regel keinen Einfluss auf das Unternehmen hat, weil man ja jetzt kein großer Anleger ist, der jetzt da irgendwie als aktivistischer Investor tätig ist, sondern man hält ja nicht so viel an der Firma. Man hat ferner einen Ticker mit einer sichtbaren Schwankung. Das kann eben zu einer gewissen Nervosität führen. Man kann ferner jederzeit verkaufen an der Börse. Und es ist oft eben schwieriger, die börsennotierte Firma genauso gut zu kennen wie eine eigene Firma. Dass zum Beispiel jemand sagt, wenn er selber Geld einlegt in die eigene Firma oder investiert ins Marketing, dass man eben eine hohe Konfidenz hat, dass sich das auszahlen wird. Das ist natürlich schwieriger, eine Firma so gut zu kennen, wenn es nicht die eigene Firma ist. Und das sind ein bisschen dann die Unterschiede, warum eben im Prinzip eine Konzentrierung in der Privatwirtschaft normal ist und an der Börse eben ungewöhnlich ist oder als sehr riskant dann erachtet wird. Sehr konzentriert auf wenige Titel an der Börse zu investieren, das würde dann Sinn machen, wenn du dir eben sehr sicher bist in deiner Urteilsfähigkeit, dass du erkennen kannst, wann ein Investment an der Börse wirklich sehr attraktiv ist. Das in Bezug auf die Bewertung, in Bezug auf die Zukunftsaussichten, in Bezug auf das Management, auch in Bezug auf das ganze Risikoprofil von dem Geschäftsmodell. Weil wenn Charlie Munger beispielsweise, wenn der damals mit seiner Investmentpartnerschaft, wenn der da über 40% in einer Aktie gehalten hat, dann hat der sich damit sehr wohl gefühlt. Aber das hat der nur, weil es für den eben ein sehr, sehr risikoarmes Thema war. Weil er zum Beispiel gesagt hat, das ist extrem überschaubar, das Risiko. Beispielsweise so, wie wenn du sagst, eine Zahnarztpraxis kann auch überschaubar sein, vielleicht vom Risiko, weil du es beurteilen kannst. Und dann fühlst du dich nicht unsicher, wenn eben das meiste Geld in der Zahnarztpraxis steckt. Weil du eben sagst, es ist gar nicht so risikoreich. Und genauso hat es eben ein Charlie Munger dann gesehen bei einem börsennotierten Investment, weil er so genau drin war in dem Thema und ihm jetzt die Schwankungen nichts ausgemacht haben, diese sichtbaren Schwankungen, dass er eben einfach so sicher war, dass das zahlt sich langfristig definitiv aus. Also man braucht eben diese Urteilsfähigkeit, man braucht dann eben auch die mentale Stärke bei Börseninvestments, dass man eben die Schwankungen aushalten kann und man muss auch erkennen, wann ist es eben die Zeit, die Aktie zu verkaufen. Also es kann ja dieser Zeitpunkt kommen. Wann muss man dann verkaufen? In der Realität, da ist es für normale Anleger extrem schwierig. Die Gefahr ist sehr groß, dass du am Ende eben Geld verlierst, weil du die falschen Aktien auswählst oder weil du irgendwann in einer Krise eben aus Angst mit großen Verlusten verkaufst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel 3, 4 Aktien im Portfolio hast und das ist dein gesamtes Portfolio und da ist dann eine relevante Summe für dich investiert, dann brauchst du natürlich extrem große Nerven und du brauchst eine extrem hohe Sicherheit, dass du sagst, du bist dir so sicher, dass es das richtige Investment ist, dass du eben auch, wenn diese Schwankungen dann sichtbar werden, dass du eben sagst, da bleibst du langfristig dann weiter dabei.
Es empfiehlt sich also für die allermeisten Privatanleger, breit zu diversifizieren und eher nicht konzentriert zu investieren, weil einfach es hier auch Unterschiede gibt zur Privatwirtschaft, eben die diskutierten, mit der sichtbaren Schwankung, dass du Einfluss nehmen kannst und so weiter. Deswegen fühlen sich eben viele privat konzentriert vernünftig aufgestellt, aber eben an der Börse, wenn sie jetzt nur 2, 3 Aktien haben und die schwanken stark, dann fühlen sie sich nicht mehr wohl. Und insgesamt ist es eben für Anleger aus meiner Erfahrung wirklich besser, breit gestreut zu investieren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da deine Rendite dann eben deutlich besser ist. Und man kann da nicht jetzt hier die allerbesten Anleger auf der Welt als Referenz nehmen. Und man muss natürlich immer auch sehen, das haben die für sich gesagt. Das haben die nicht gesagt, dass das jeder machen soll. Genauso auch ein Buffett hat natürlich gesagt, dass er kein Fan ist von Diversifikation. Aber er selber hat durchaus auch Anlegern immer eben geraten, breit zu streuen, wenn man nicht ganz genau weiß, was man eben macht. Also das ist die absolute Ausnahme, dass eben Leute diese Urteilsfähigkeit haben, die dann ja auch dazu führt, dass sie am Ende dann irgendwann auch bekannt werden, weil sie eben so große Renditen dann generiert haben. Also als Privatanleger, die breite Streuung ist sinnvoll. Also das ist weiter definitiv das Thema. Und generell, es wird auch wieder eine Krise kommen. Und wenn eine Krise wieder kommt, dann ist es eben umso schwieriger, auch daran festzuhalten, an einem Investment. Das gilt auch schon für breit gestreute Investments. Auch dann wird es bei einer Krise immer schwieriger sein. Und generell, wenn du sagst, du willst eben Unterstützung haben, auch gerade wenn es mal wieder turbulenter werden sollte an der Börse. Das war zum Beispiel 2020 der Fall oder auch 2022. Dann werde ich mir den Newsletter am Sonntag auch darüber schreiben, also wie die ganze Börsenstimmung ist, wie das einzuordnen ist, wo ich große Chancen sehe. Und wenn du jetzt sagst, das interessiert dich, du möchtest auch gerade bei der nächsten Krise jede Woche nochmal Informationen von Geldbildung haben, dann kannst du dich gerne für den sonntäglichen Newsletter eintragen unter geldbildung.de. Da sind über 10.000 clevere Privatanleger dabei seit 2014, also jetzt ungefähr seit 10 Jahren. Und da werde ich dann eben auch schreiben, wie ich dann mit einer Krise umgehe. Teilweise nenne ich auch einzelne Themen, die ich mache. Also einfach, wenn dich das interessiert, kannst du dich gerne eintragen unter geldbildung.de. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich jetzt auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Charlie Munger. People calculate too much and think too little.